Hallöchen, meine lieben Liebenden. Ja, herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft. Wir schauen rein in die nächste Kalenderwoche und gucken, was da so los ist. Denkt immer dran, das ist eine öffentliche Legung. Sie kann mit dir resonieren, sie muss aber nicht mit dir resonieren. Schau sonst gerne am Ende der Woche nochmal vorbei oder mach jetzt aus und guck einfach am Sonntag rein. Auch das ist in Ordnung, ja. Es kann sein, dass hier nur ein Tag für dich als Energie eine Bewandtnis hat. Es kann auch sein, dass ein bisschen mehr eine Bewandtnis hat. Es kann auch sein, dass du durch die Energien schon durch bist. Und was auch gelegentlich mal sein kann, ist, dass die Energien vertauscht sind und dass du irgendjemanden in dieser Energie wiederfindest, mit dem du zu tun hast, der dir am Herzen liegt oder auch weniger am Herzen liegt und dich gerade ein bisschen macht. Okay? Alle Infos zu den verwendeten Kartendecks findet ihr wie gewohnt in der Infobox. Einfach auf den Titel klicken. Dann klappt die sich auf. So, genug gelabert. Wir starten mit den Karten. Heute mal mit meinem Matten-Lenny-Deck. Das möchte mal gerne bespielt werden. Liebes Universum, was ist denn hier am Montag wichtig? Da haben wir schon mal die Mäuse. Ja, da blockiert irgendwas, da nagt es irgendwo. Die Mäuse können aber auch durchaus sehr hilfreich sein. Wir schauen mal, was wir vom Tarot bekommen. Das ist das Magic Soul Tarot von der lieben Julia Aurelia. Auch da habe ich euch den Link natürlich in die Infobox gepackt. Eigentlich nagt es hier an gar nichts. Vielleicht sind die Mäuse auch sehr hilfreich und hier platzt ein Knoten. Ja, weil als Stabkönigin, das ist die Karte, die für dich als Zuschauer steht, auch wenn du männlich bist, liegst du hier sehr souverän im Vertrauen. Das Einzige, was hier vielleicht noch sein könnte, ist, dass ja ein Mangelbewusstsein, ein Mangel generell irgendwie noch vorlag am Montagmorgen, der aber im Laufe des Tages gelöst wird, weil die 5 der Münzen auf dem Kopf ist das Überwinden. Ja, das Überwinden von Mangelbewusstsein, das Ende einer schweren Phase, der Mut ist erneuert. Ja, wir legen mal noch eine drauf. Also gar, nein, absolut gar nichts vom Mangel vorhanden. Vielleicht nagt es deswegen an dir, weil die 3 der Stäbe für eine Weitsicht steht. Ja, für neue Ziele, für Optimismus, für neue Wege, die sich dir natürlich auch eröffnen in dem Moment, wo ein Mangel herausgeht. Ein klassisches Beispiel wäre, du bist jetzt am Wochenende noch im Mangel gewesen oder auch vielleicht die letzte Woche im Mangel gewesen, weil du eine fette Rechnung hattest. So. Hast du bezahlt, alles ist safe, aber du warst im Mangel. So, und jetzt kommt Montagmorgen das Gehalt aufs Konto und alles ist wieder Chicolacco. Es sind auch manchmal einfach nur die kleinen Dinge, ja. Das nimmt aber so viel Druck raus, dass du auf einmal wieder mit einem gesunden Verstand, ne, gesunden Menschenverstand in die Weitsicht gehen kannst. Vielleicht zeigt sich auch so ein bisschen diese Wartezeit, bis du irgendwo ankommst. Vielleicht hast du dieses Jahr dir mal so eine Spar-Challenge vorgenommen zum Beispiel, ja, und das dauert halt noch, bis dein Rücklagenpöttchen voll ist. 3,33 hatte ich gerade auf der Uhr, ja, Anfänge, Energie. Es ist aber genug da. Und wenn du zum Beispiel an sowas arbeitest wie einen kleinen Spartopf, einem Notgroschen, dann ist es so, dass gerade wenn unerwartete Rechnungen mal ins Haus flattern, weil plötzlich war Auto kaputt, Waschmaschine ist kaputt gegangen, ne? Man hat ja nicht immer 2 Waschmaschinen oder 2 Autos vor der Tür stehen oder in der Wohnung stehen, dass dann eben mal solche Ausgaben angefallen sind. Aber ich würde nicht sagen, dass es dich hier unglaublich in den Mangel gerissen hat, sondern du hattest einfach nur Angst, oh mein Gott. Es ist hier auch so, ne? Stell dir vor, du hast 500 Euro beiseite gepackt, ne? Die hast du dir mühselig erspart, musstest du jetzt leider ausgeben. Das ist in dem Sinne ja, ich sag mal jetzt nicht, was dir irgendwie ein Loch reingerissen hat. Du hattest es ja schon da und du hast diesen Topf ja auch extra für die Ausgaben gemacht. Natürlich war der Topf dann erstmal leer oder ist jetzt erstmal leer. Aber du kannst ihn wieder auffüllen. Genau für solche Eventualitäten hattest du diesen Topf. Ja, also es war irgendwie was, auch finanzieller Mangel, der dich so ein bisschen hat knabbern lassen, knausern lassen. Ja, es kommt aber das neue Gehalt rein am Montag und
Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ja, du siehst die Welt wieder mit anderen Augen und vor allen Dingen bist du auch wieder optimistischer unterwegs. Ja, also es könnte sich durchaus hier im Laufe des Tages raus bewegen über den Montag, ne, aus dem Mangel am Morgen, wo du dann endlich wieder in der finanziellen Sicherheit bist. Ne? Du weißt, es ist alles bezahlt, alles ist grün, alles läuft. Alles ist grün, ah, da muss ich direkt an das fünfte Element denken. Da sagte der eine Schauspieler ja auch immer, na, alles grün. Es läuft wieder alles, ja. Also hier eine durchaus sehr wandelnde Energie am Montag. Vielleicht war die Verzögerung, weil du gehofft hast, dass das Geld schon am Freitag reinkommt. Ja, jetzt kommt es erst am Montag. Ne? Denk dran, du hast es überlebt. Alles ist gut, ja. Kannst wieder in die Entspannung gehen. Okay. Was kriegen wir denn hier für den Dienstag als Grundenergie, liebes Universum? Was kriegen wir für den Dienstag? Das Kind. Der Neuanfang, eine neue Idee könnte auch eine Rolle spielen. Vielleicht geht es auch um ein Kind. Auch das könnte eine Rolle sein. Dann gucken wir mal rein, was wir hier vom Tarot bekommen. Was kriegen wir hier? Liebes Universum vom Tarot. Oh, da hat sich eine umgedreht. Oh, Kampfenergie hier. Zwei der Stäbe auf dem Kopf, die sechs der Stäbe. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr feurige Energie. Unsicherheiten, Angst, den nächsten Schritt zu machen. Ja, aus alten Verletzungen, emotionalen Verletzungen, die sich natürlich auch in deinem Kopf breit gemacht haben. Möglicherweise gibt es hier eine Verletzung mit einer Person aus deiner Vergangenheit, wo es jetzt eine neue Annäherung gibt? Oder es gibt eine neue Person, mit der es eine Annäherung gibt. Das ist tendenziell eher eine zwischenmenschliche Geschichte, sofern es keine Geschichte ist, wo du dir selbst mal den Selbstwert genommen hast, wo du selbst etwas beendet hast in deinem Leben, sei es beziehungstechnisch in Liebesangelegenheiten oder in beruflichen Aspekten und wo du jetzt noch ein bisschen dran nagst, weil hier gibt es Informationen, hier gibt es Kommunikation, ja, hier gibt es irgendwie tolle Nachrichten, die dein Potenzial erneuern, die deine Spontanität, dein Charisma, deine Hoffnung erneuern. Ja, aber hier ist die Unentschlossenheit. Du bist unentschlossen, ob du in diesen Anfang reingehen sollst, ob du in diese Idee investieren sollst, obwohl hier das Erfolgspotenzial liegt, weil du mit den drei der Schwertern irgendwie eine Trennung oder den Verlust der Liebe noch verarbeiten musst, Herzschmerz hast, ja, deine Inspiration verloren hast. Wie gesagt, das kann was Zwischenmenschliches oder was Berufliches sein. Irgendetwas, was erfolgsversprechend ist, was dich wieder in deinen Einklang bringt zwischen deinen Stärken und deinen Schwächen, ja, die auch sagt so, hey, ja, übernimm mal wieder die Führung, du bist in der Führung, du hast die Führung, du entscheidest. Kannst du aber nicht entscheiden, weil du zu sehr in der Kontraenergie bist, weil du in der Vergangenheit festhängst, weil du verwirrt bist über deine Möglichkeiten. Du musst dann wirklich diese Widersprüche in dir lösen, um auch hier diese Energieverschwendung herauszunehmen. Ja, hier geht es um eine notwendige Einsicht. Hier geht es zurück zur Vernunft. Ja, hier kann Wachstum durch Enttäuschung entstehen. Egal, ob diese Enttäuschung selbst verursacht ist oder durch jemanden verursacht wurde. Ja, lerne aus der Vergangenheit. Gehe andere Wege. Mach es besser. Mach es neu. Ja, nutze die neuen Ideen, die reinkommen, nutze die neuen Verbindungen, die sich dir jetzt hier eröffnen, um einfach neue Erfahrungen zu sammeln. Und letztendlich bist du ja in der Entscheidungsgewalt, wie weit du diese Sache, was auch immer das Kind für dich ist, umsetzt, wie weit du diesen Weg gehst, wie weit du dich hinaustraust. Du kannst ja jederzeit sagen, okay, ich breche das hier ab, ich bin noch nicht so weit. Die Entscheidungsmöglichkeit hast du. Ja, du wirst aber erst wissen, wie der Weg wird, wenn du ihn gehst. Vorher wirst du es nicht wissen. Also, zurück zur Vernunft. Einsicht gewinnen, umdenken und dementsprechend loslegen. Ja, hier liegt der Erfolg drauf. So, was kriegen wir als Grundenergie für den Mittwoch? Ja, Berg. Bergfest am Mittwoch haben wir lange nicht mehr gehabt.
Ah, Bergfest am Mittwoch. Eine Herausforderung, ein langer Weg. Ein langer Weg vielleicht in die finanzielle Stabilität, in die Stabilität in einer Beziehung. Ja, hier ist aber schon eine Basis gekennzeichnet. Eine Basis gekennzeichnet, oh, wieder die 3 und die 4 hier. Eine Basis gekennzeichnet, aber Unzufriedenheit. Das Ding ist, die Basis, die du hier hast, da suchst du eher nach Bestätigung im Außen. Ja? Wie soll ich das am besten erklären? Das ist wie pompös erscheinen, aber es gar nicht zu sein. Mehr darzustellen, als es tatsächlich ist. Ja, lauter zu brüllen als alle anderen, in der Hoffnung, gehört zu werden. Und wenn das dann nicht gesehen oder nicht gehört wird, dann kommt eine Frustration rein. Ja, das macht den Weg natürlich länger und länger und länger. Stell dir mal vor, du bist so ein Eisberg. Normaler Eisberg und normaler Erfolg, da ist ganz viel unter der Wasseroberfläche und nur so eine kleine Minispitze, die guckt oben aus dem Wasser raus. Bei dieser Energie ist es eher andersrum, da ist die Minispitze unter Wasser, ja, da ist nicht viel Halt und ein riesen Eisberg guckt aus dem Wasser, ein Riesenteil guckt aus dem Wasser. Da ist die Gefahr des Kippens extrem groß und der schwankt hier auch schon ordentlich hin und her, dieser Eisberg. So blöd es klingt, der muss kippen. Du musst es einmal richtig machen. Das Ding ist, sobald dieser Eisberg kippt, ist er auch in der Stabilität. Weil nur dann bist du bereit, alles dafür zu tun, zu lernen, deine Ressourcen, deine Talente, deine Fähigkeiten zu nutzen, um daraus etwas Großes werden zu lassen. Deswegen ist der Weg auch gerade so weit, weil dein Eisberg zu weit aus dem Wasser schaut. Weil rein theoretisch, wenn er kippt, hast du noch eine kleine Spitze, die du besteigen musst. Klingt lachhaft, aber da ist die ganze Arbeit, die du getan hast, unter Wasser. Und unter Wasser arbeiten ist anstrengend, ich weiß, nützt aber nichts. Das ist so die Suche nach Abkürzung. Ja, möglichst wenig investieren, alles zusammenhalten und möglichst ganz viel von außen bekommen, das wird nicht funktionieren. In der Angelegenheit, wo du dich versuchst, herauszuarbeiten, was du versuchst zu erwirtschaften, gibt es keine Abkürzung, da gibt es keinen schnellen Weg. Du wirst wie jeder andere auch den langen Weg gehen müssen. Und der lange Weg kann natürlich auch schneller gegangen werden mit sehr viel Einsatz. Du kannst auch einen Berg hochsprinten. Wenn du die Kraft dazu hast, die Ausdauer dazu hast, dann sprinte von mir aus auch den Berg hoch, aber der Berg bleibt in der gleichen Höhe. Das ist so. Da muss erstmal ganz viel Basis aufgebaut werden. Das geht nicht ohne Einsatz. Deswegen bergfest. Hier gibt es einen Berg zu meistern und hier muss sich definitiv ein Berg umdrehen, weil hier ist sich keine Mühe geben angezeigt, Verschwendung von Ressourcen angezeigt. Das heißt, man ist mehr damit beschäftigt, im Außen etwas darzustellen, was man aber eigentlich nicht ist. Ja, hier ist die Priorisierung des Profites angezeigt, übergestellt dem Handwerk. Das heißt, minimaler Einsatz, maximaler Erfolg. Natürlich gibt es Jobs, gar keine Frage, wo man nur wenig einsetzen muss und viel Profit generieren kann, gar keine Frage. Aber hier fehlt es erstmal an Grundlagen. Deswegen ist der Eisberg auch dabei zu kippen. Aber er muss kippen. Das ist so wortwörtlich das auf die Nase fallen. Ja, irgendjemand fällt hier auf die Nase, muss aber auf die Nase fallen, um es einfach zu lernen. Wir legen mal noch eine Karte obendrauf, liebes Universum. Ich weiß, sowas will niemand gerne hören, aber das muss ausgesprochen werden. Ja, wenn die Karten das sagen, dann muss das auf den Tisch. Ja, die Kraft. Du hast Passion, ja? Du hast Passion, das ist schon mal sehr gut. Du hast hier auch die Leidenschaft drin und du hast den Mut. Jetzt ist es aber eine Zeit, mit einer ruhigen Kraft, mit einem reinen Herz und reiner Gedanken und vor allen Dingen auch Charakterstärke, ja, Rückgrat, geduldig, gelassen vorwärts zu gehen. In der Ruhe liegt die Kraft. Und das ist auch so. Wie gesagt, du kannst auch gerne hoch sprinten, wenn du die Kraft hast. Das ist völlig wurscht. Ja, du kannst auch den schnellen Weg gehen.
Das kannst du tun. Aber so oder so, du wirst den generell langen Weg gehen müssen. Es ist, wie es ist. Okay. Wir gucken auf den Donnerstag. Liebes Universum. Der Donnerstag. Da liegst du. Das kann jetzt hier um Sexualität gehen. Das kann um Intimität gehen. Ja. Gucken wir mal. Intimität nicht zu verwechseln mit Sexualität, ja, sondern es geht darum, jemandem nah zu sein, sich zu entblößen, emotional, mental, ja. Da fällt schon mal die hohe Priesterin-Energie. Ja, das ist der Mond, das ist die weibliche Energie, es ist die Erleuchtung, das ist die Balance der Gegensätze, das Intuitive, das Rationale, das Innen und das Außen, das Versteckte und das, was offenbart ist. Die hohe Priesterin hat ein ruhiges und tiefes Wissen, eine unglaublich starke Intuition, ist ein Mensch mit Instinkt, ein Mensch, der viele Interessen hat, ein Mensch mit sehr kräftigen Träumen und Visionen, jemand, der sich auch spirituell weiterentwickeln möchte. Und gerade in puncto Intimität könnte das natürlich eine positive Energie sein, weil du mehr spürst, mehr fühlst, zwischenmenschlich. Du spürst und nimmst die Energien wahr, die zwischen dir und auch einer anderen Person schwingen. Das heißt, du musst nicht hören, ich mag dich, ich finde dich sexy, ich liebe dich, sondern du spürst es, dass dich jemand begehrt, dass dich jemand mit Haut und Haaren auffressen könnte, dass dich jemand emotional total verfallen ist. Das spürst du einfach. Ja, du merkst es in dir. Du merkst die Vibes, die von einer anderen Person ausgehen. Was fällt denn hier auf den Kopf? Der Schwertkönig. Jemand, der sehr hart ist, ein Perfektionist. Jemand, der vielleicht auch mit Intelligenz prahlt. Ja, ist so ein bisschen diese Energie hier. Jemand prahlt damit, etwas zu sein oder mehr zu sein, als tatsächlich vorhanden ist. Ein Klugscheißer, würde ich diesen Menschen bezeichnen, ja. Jemand hat ganz schön viel Ahnung oder ganz schön viel Meinung für ganz wenig Ahnung. Genau, so rum ist es richtig. Vielleicht geht es auch darum, dass du mehr auf diese natürlichen Vibes, die zwischen dir und einer anderen Person herrschen, achtest. Wenn du jemanden von Grund auf, du hast mit diesem Menschen noch nie ein Wort gewechselt, ja, du hast ihn einfach nur gesehen, hast gesagt, den mag ich nicht. Egal ob Männlein, Weiblein, ne, das Gegenüber ist auch völlig geschlechterneutral. Und du magst diese Menschen einfach nicht. Du kannst ihn im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen. Und dann macht er seinen Mund auf und redet. Und du weißt genau, warum du diesen Menschen nicht magst. Das ist hier gefühlt so eine kleine Lektion. Es geht nicht darum, dass du dich diesen Menschen entblößt, ja, sondern dass du auf die Vibes hörst, auf deinen Instinkt, auf deine Intuition. Vertraue deiner emotionalen Intelligenz, vertraue deiner Intuition. Hinterfrage nicht, warum du jemanden nicht magst. Das wird schon seine Gründe haben. Wenn deine Vibes, wenn dein Bauchgefühl sagt, irgendwas stimmt mit einer Person nicht, dann hör da einfach drauf. Hinterfrag das gar nicht erst. Das sind diese Vibes und das ist auch gefühlt so eine kleine Lektion, die du mitbekommst, als positive Verstärkung. Ne? Weil Fakt ist auch, hier mit den zwei der Münzen obendrauf liegen auch die Schwankungen. Ne? Ein wackeliges Fundament, ein bisschen Orientierungslosigkeit, Disharmonie, du wirst langsamer und du wirst aufgerufen, mehr Prioritäten zu setzen. Und wenn die Vibes zwischen dir und einer Person nicht stimmen, obwohl da nie was vorgefallen ist, wie gesagt, du kennst diesen Menschen überhaupt nicht, du weißt nichts über diesen Menschen, aber du hast von vornherein, vom ersten Moment der Begegnung, das kann hier durchaus was Berufliches sein, wusstest du, du magst ihn nicht oder was Freundschaftliches. Das ist nichts, was mit einer Liebesbeziehung zu tun hat. Das heißt eher, dass du hier deinen spirituellen Impulsen nachgehst, eine Lektion bekommst.
Ja. Und dieser Mensch signalisiert dir etwas, was du einfach auch nicht magst. Ne? Also hier ist nicht dieses Ding drin, was ich am Anfang sagte, von wegen, du spürst, ob dich jemand. Ja, natürlich. Ne? Das ist vielleicht auch eine kleine Vorbereitung für solche Energien, dass du mehr spürst, mehr fühlst, ob dir jemand verfallen ist, ob dich jemand nur verführen möchte. Hier möchte dich jemand auf jeden Fall verführen mit Klugscheißerei. Ey, Baby, ja, so und so sieht's aus. Aber du weißt, nee, nee, das ist nur viel Gerede und keine Handlung. Du kannst dich dementsprechend direkt rausziehen. Und alleine, weil hier auch Schwankungen obendrauf liegen, ne? Wenn ich unsicher bin, das ist es immer Nein. Ich würde niemals zu einer unsicheren Sache, wo ich mich nicht wohlfühle oder wo ich ja, positiven Impuls zu habe, würde ich jemals dazu Ja sagen. Wenn ich unentschlossen bin, sage ich immer Nein. Und das ist irgendwie eine Lektion in deiner spirituellen Weiterentwicklung. Du kriegst Vibes rein, ohne jemanden zu kennen. Du kannst jemanden energetisch lesen. Und das wird dir in Zukunft unglaublich dienlich sein. Gerade wenn es darum geht, mehr zu fühlen, mehr zu spüren. Okay, wir gucken auf den Freitag. Wir schauen auf den Freitag. Da fällt das Haus raus. Ja, vielleicht gibt es hier Freitag eine kleine Hausparty. Also ich komme gerne vorbei, ne? Aber ich muss um 21 Uhr spätestens los. Ich habe nämlich Nachtdienst. Hier ist die Stabilität angezeigt, das Fundament angezeigt. Oh ja. Das Loslassen, das Transformieren. Vielleicht steht ja auch eine Renovierung an, ganz im Weltlichen. Ne? Tapete runterreißen, aus in dem einen Raum irgendwie neu tapezieren, neu streichen, neue Möbel. Und die Prinzessin der Stäbe. Also für den einen wird es hier generell eine Erweiterung des Fundamentes sein, also so oder so. Entweder im beruflichen oder im privaten. Ja, weil irgendetwas oder jemand, den beobachtest du oder du wirst beobachtet, aber im positiven Sinne. Ja, jemand hat ein Auge auf dich geworfen, aber du auch auf diese Person oder diese Sache. Weil hier wird deine Neugierde geweckt, deine Abenteuerlust wird geweckt aufgrund eines möglicherweise vielversprechenden Angebotes oder auch eines Flirtes. Jemand flirtet mit dir. Ja, jemand möchte dich für sich gewinnen. Entweder beruflich oder zwischenmenschlich. Und letztendlich endet damit ja auch ein Abschnitt und eine Transformationsreise beginnt. Hier verändert sich der Paradigmen, das Paradigma verändert sich. Ja, etwas möchte sich wandeln bei dir. Die 8 der Stäbe sagen aber, du bist hier blockiert. Du bist ein bisschen im Stress. Du hast eine unkonzentrierte Energie, das macht dich orientierungslos und sorgt halt für einen Stillstand. Das ist, als wenn das so unerwartet kommt, damit hättest du nicht gerechnet. Irgendwie was Unerwartetes, ein unerwartetes Jobangebot oder. Ja, ein unerwarteter Flirt, vielleicht auch von einer Person, wo du es nicht erwartet hättest. Ja. Ich würde da gerne noch mal eine Klärung drauflegen. Warum die 8 der Stäbe, liebes Universum? Die Gerechtigkeit. Du sollst Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die dir gerecht werden. Es geht um dein Schicksal, es geht um dein Karma, es geht um Harmonie, um Ausgleich. Es geht um Verantwortung. Es geht um die Balance und die Polaritäten in den gegebenen Situationen. Prioritäten setzen. Objektivität. Ursache und Wirkung. Reifeprozess. Wir brauchen dann definitiv noch eine zweite Karte. Unverhofft kommt oft. Der Münzkönig, aber auf dem Kopf. Jemand Eifersüchtiges. Jemand, der im Ungleichgewicht ist. Ein Workaholic.
Vielleicht ist das hier eine Lektion in, ganz gleich wie, beruflich oder auch liebestechnisch, dich gegen etwas zu entscheiden oder jemanden zu entscheiden. Weil hier würde ich sagen, auf beruflicher Ebene haben wir hier jemanden, der möchte dich gerne ausnutzen, der möchte deine Fähigkeiten, deine Skills, deine Ressourcen für sich nutzen und daraus Profit schlagen, aber am Ende bist du der Gelackmeierte oder die Gelackmeierte. Auf liebestechnische Angelegenheit haben wir auch jemanden, der sehr besitzergreifend ist. Vielleicht ist auch das Loslassen hier gekennzeichnet, damit deine Stabilität nicht leidet. Ne, weil hier ist Stress drin. Irgendwie nimmst du durch dieses Angebot Stress wahr, Druck wahr. Anmaßende Bedingungen, ne, eine angespannte Beziehung. Die Orientierungslosigkeit, diese unkonzentrierte Energie. Ne, wie ich schon sagte, das ist irgendwie, ist das hier schon ein bisschen konform, der Donnerstag und der Freitag von den Energien her. Das ist irgendwie was, was, ja, diese feinen Fäden, die wir alle miteinander haben, besser zu lesen, an ihnen mal zu zupfen, so. Zupfen und dann gucken, wie ist die Frequenz? Ist die gut? Ist die angespannt? Ist die entspannt? Ja, wie ist der Klang zwischen euch? Die Vibrationen wahrnehmen. Ja, und dass du hier wirklich so einen Schubser in Sachen Intuition bekommst und merkst, oh, mein Gefühl lag sowas von richtig, ich muss darauf hören. Und dann sagt sich das Universum, okay, die Person hier ist soweit, die kann das lesen. Klatschen wir gleich immer noch eine Prüfung rein. Akzeptiert sie es jetzt? Trifft sie jetzt wirklich die perfekten Entscheidungen für sich oder fällt sie hier nochmal auf die Nase? Ja, das ist hier gefühlt der Startschuss für eine Transformation, für eine spirituelle Weiterentwicklung. Vor allen Dingen auch, wie, um das Energielesen von Menschen zu lernen. Ich höre schon noch eine Karte. Ja, 5 der Schwerter. Hier möchte jemand Profit auf deinen Kosten machen. Möchte dich gerne besitzen, dich ausbeuten, dich betrügen, dich manipulieren. Wie gesagt, hier ist jemand scharf auf dich. Jemand beobachtet dich. Jemand möchte sich für dich gewinnen. Jemand möchte dich für sich gewinnen. So rum ist es richtig. Allerdings eher zum eigenen, auf die eigenen Kosten. Ja, sieht dich als schmückendes Beiwerk, beziehungsweise möchte gerne deine Fähigkeiten, deine Ressourcen ausnutzen. Und da bist du natürlich angehalten, mit dem Tod zu gucken. Ha! Hier darf das neu entdeckte Bewusstsein erkannt werden und auch die neuen Überzeugungen. Ja? Spannend, sehr spannend. Ich weiß, ihr hättet das gerne alle gehört. Hier liegt der Flirt drin. Tarot ist nicht nur Liebe. Sag ich dazu nur. Ach, was kriegen wir denn hier am Samstag? Die Fische. Es kommt in den Fluss. Was in den Fluss soll? Der Fluss des Lebens, der Fluss des Universums. Ne? Finanzen, Gefühle, beides möglich. Oh Gott, das erste Münzen fällt hier auf den Kopf. Oh oh, was ist denn da los? Alles fließt doch so gut mit den Fischen. Ja, das Ass der Münzen auf dem Kopf ist so eine verpasste Chance. Und der Wagen. Eine verpasste Chance für Fülle. Wenn sich hier jemand in der Donnerstag- und Freitag-Energie wiederfindet, dann kann das sein, dass hier so eine kleine Rückblende stattfindet. Ach, was ist, wenn ich hier eine Chance verpasst habe? Ja, was ist, wenn ich hier aus Angst und Risiko einen finanziellen Verlust erleide? Ja, weil mein Bauchgefühl mir gesagt hat, ach, dieser Mensch ist nicht gut und dieser Mensch ist nicht gut und ich habe da jetzt drauf gehört. Ja, die Angst, einfach irgendwas falsch gemacht zu haben, zeigt sich hier. Der Wagen aber sagt, hey, gar nichts los, du bist auf deinem Weg. Du bist im Neubeginn. Du bist im Sieg über deine Hindernisse. Das, was hier passiert ist, war ein riesengroßer Nutzen für dich, um in den Fluss des Lebens zu kommen. Weil du Entscheidungen getroffen hast für dein höchstes Gut, für dein Wohl. Du hast keine Entscheidungen für diese Menschen getroffen, um denen das höchste Gut und das höchste Wohl zu schenken. Du hast diese Entscheidung für dich getroffen, für deine Stabilität und für deinen Fluss des Lebens.
Ja. Von daher ist hier alles gut. Das ist Aufbruchenergie. Der Wagen ist eine sehr schnelle Energie. Der Wagen, der bringt dich vorwärts. Es ist ein, ja, Nutzen. Es ist Willenskraft, es ist Kontrolle. Es ist die Vereinigung von den gegensätzlichen Energien. Was ja letztendlich mit der Hohenpriesterin hier auch schon gekennzeichnet ist. Auch der Verstand des Herzens sind gegensätzliche Energien. Aber wenn sie im Einklang sind, dann kann die Intuition noch als zusätzliche Quelle der Ressource genutzt werden, um vorwärts zu kommen. Weil unsere Intuition ist etwas, was uns leitet, auch wenn es für uns keinen Sinn ergibt. Und wie gesagt, der Wagen bringt dich vorwärts. Du bist hier voll auf Erfolgskurs. Was liegt denn oben drauf? Das Rad des Schicksals. Jetzt haben wir hier echt starke Karten liegen. Und das Rad des Schicksals ist der glückliche Wendepunkt. Ich würde fast sagen, am Ende des Tages. Weil du hier deinem Schicksal gerecht wirst. Du bist einen Weg gegangen. Du gehst jetzt auf eine neue Stufe deines Daseins. Mit der 10 zurück zum Anfang. Aber besser. Ja? Das heißt, egal ob beziehungstechnisch oder beruflich, du wirst jetzt neue Entscheidungen treffen. Bessere Entscheidungen treffen. Definitiv bessere Entscheidungen, weil das Rad des Schicksals ist ja auch das Glücksrad, ja, der glückliche Wendepunkt. Und zu den Sachen hier, wo du Nein gesagt hast, sowohl vielleicht im Zwischenmenschlichen, ne, als auch im beruflichen Aspekt, hast du damit den Weg freigeräumt für neue Chancen, neue Optionen. Auch wenn du hier vielleicht nochmal Samstagmorgen aufwachst und dir denkst, ach, ich hätte das doch machen können, ne? Mehr Kohle? Ja, aber vielleicht auch ausbeuterische Bedingungen, weil hier eben auch die anmaßenden Bedingungen drin liegen. Ja? Und auch hier mit dieser zwischenmenschlichen Komponente, wenn du da nochmal drüber nachdenkst, ah, war ich vielleicht zu hart? Zu? Nee. Dein erster Impuls, dein Bauchgefühl, das ist immer der erste Impuls, der reinkommt. Ne, das ist ein Vibe. Das ist nicht unbedingt ein Gefühl, das ist so ein, das ist, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist so ein Druck. Entweder ein wohliger Druck oder ein sehr beklemmender Druck, der dich leitet. Ne, also hier der glückliche Wendepunkt, das Rad des Schicksals. Steht ja auch schon für neue Aufgaben. Ja, das Rad des Schicksals ist dem Jupiter zugeordnet. Da geht es um dein Wissen, um dein Glück, um deine Sicherheit, um deinen Wohlstand. Ne? Der Aufstieg durch Lektionen und vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, hier ist so ein bisschen spirituelle Weiterentwicklung drin, kommst du natürlich auch wieder in den Fluss. Also es fließt, alles ist genau richtig. Also wenn du am Samstag aufwachst und dich fragst, war das richtig? Ja. Alle deine Entscheidungen, die du aus deinem ersten Impuls heraus wahrgenommen hast und dementsprechend auch so agiert hast, waren richtig. Spätestens, wenn du darüber nachgedacht hast und dann erst reagiert hast und dir gedacht hast, ach na, so schlimm wird es schon nicht sein, ne? Sagen wir mal ja dazu, wie auch immer. Spätestens dann bist du nicht deiner Intuition gefolgt, sondern deinem Verstand gefolgt oder deinem Herzen, wie auch immer. Ja? Okay. Wir gucken auf den Sonntag, genau. Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Der letzte Tag der Woche, der Sonntag. Und da fallen zwei raus. Der Mond und die Schlange. Ja, die Schlange kann für eine Komplikation stehen, gar keine Frage, für irgendwas, was einengt. Ne? Wenn sich eine Schlange um etwas herumwickelt, dann ist es ein sehr einengendes Gefühl. Kann natürlich auch für das Thema Heilung stehen, aber wir haben hier auch die Ängste liegen. Das heißt aber, ne, wir haben hier noch die Ängste liegen, wir haben hier auch einen neuen Zyklus liegen. Der Mond in Lenny steht auch für einen neuen Zyklus, für aber auch für deine Seelentiefe, für deine Intuition. Ja, wir gucken mal ins Tarot. Liebes Universum, was bekommen wir hier für den Sonntag, die 8 der Münzen, Talent- und Fleißkarte, Fähigkeiten verfeinern. Fähigkeiten verfeinern. Das ist schon sehr erdig und wässrig, eine gute Verbindung. Die drei der Kelche stehen auch für den Spaß des Lebens, für Seelenverträge, für Kommunikation, für Freude, für Genesung. Ne? Also hier genießt, heißt das überhaupt genießt? Hier genießt etwas, Genesung findet statt.
Sagen wir es mal so. Emotionale Genesung findet statt. Ich glaube, das klingt besser. Und die drei der Kelche, die stehen auch für, ja, unerwartete Freude, für einen kleinen Höhepunkt, fürs Glück. Die acht der Münzen, die stehen fürs Offensein, ja, fürs Lernen offen sein, für Hingabe, für irgendeine neue Chance, für Selbstfindung, für Geduld und Entschlossenheit, ja, vielleicht auch für die Handwerkskunst. Vielleicht gehst du hier am Sonntag einem Hobby nach mit Freunden, ja, basteln, malen, zeichnen, handwerken, mit Holz arbeiten. Irgendwie sowas kann das sein, ja. Hast du vielleicht irgendeine Unternehmung, die du in der Gemeinschaft machst und nebenbei tauscht man sich auch noch aus, nachgehst? Das können auch wirklich Brettspiele sein, ne? Mensch, ärger dich nicht, Monopoly, keine Ahnung, was es da alles gibt, ne? Auch da ist natürlich das Offensein fürs Lernen da. Vielleicht spielt ihr auch Schach, ich habe keine Ahnung. Ich hätte gerne noch zwei Klärungskarten, bitte, für den Sonntag. Königin der Schwerter, ist, oh, guck mal an, und der Mond. Königin der Schwerter ist natürlich unabhängig, klug und frei. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich meine Karten hier richtig rum reinlege. Unabhängig, klug und frei, hingebungsvoll, empathisch, ne, hat ein großes Wissen aus Freud und Leid, ist sehr selbstbewusst, hat eine sehr behütete Stärke, sehr viel Einfühlungsvermögen. Ist natürlich auch direkt, ne? Aber gerecht. Das ist irgendwie so, als wenn du hier dich mit Freunden triffst, ihr macht irgendwas zusammen, vielleicht auch irgendwas, was du noch nicht kennst, ne? Und das löst automatisch auch durch die Kommunikation, durch diese Freude, die reinkommt, irgendeine Beklemmung, die du hast. Weil auch der Mond steht für eine Reise durch deine Schatten, für einen neuen Zyklus. Der Mond im Tarot sagt auch, hey, hier ist eine Sehnsucht. Irgendwie darfst du deinen Seelenzustand mal angucken und ein bisschen gefühlvoller auch mit dir selbst umgehen. Natürlich auch deine Ängste hinterfragen, gar keine Frage. Ja, letztendlich ist der Mond ja auch ein bisschen eine Vorbereitung. Du hinterfragst deine Wahrheiten, gibst vielleicht sogar auch etwas preis, wovor du Angst hast. Und dafür sind natürlich Seelenverträge, Seelenpartnerschaften, Kommunikation mit Freunden, mit Partnern, Familie, wie auch immer, absolut gut, um vielleicht auch irgendeine Angst, die du hast, zu lösen oder dich selber auch zu hinterfragen. War das jetzt nur eine Illusion, die ich da hatte? Ne, habe ich mir irgendwas vorgemacht? Ob das jetzt nur eine Sache ist aus der Woche oder auch vielleicht von früher oder irgendetwas, was du vorhast? Ja, ist das bloß eine Illusion oder ist das eine Vision? Kann ich das wirklich umsetzen? Ja, ist eine sehr, sehr schöne Abschlussenergie hier am Sonntag. Wenn du die Chance hast, mit deinen Liebsten, mit deinen Herzensmenschen zu kommunizieren, dann nutz das. Auch wenn du vielleicht am Anfang des Tages nicht so viel Bock hast auf einen kleinen Kaffeeklatsch. Am Ende des Tages bringt dir das unglaublich viel, weil die Menschen kennen dich natürlich. Ja, und da kannst du dir unglaublich viele gute und positive Impulse rausziehen, um einfach auch in dieser Energie der Gefühle wieder hineinzukommen. Weil Gefühle brauchst du, Wasser brauchst du, damit deine Erde fruchtbar wird. Ja, also tob dich auch mal wieder im Freundeskreis aus, lass dich blicken, treff dich und hab einfach mal unerwartet Spaß. Ja, es ist, als wenn ihr vielleicht unerwartet auch das Telefon klingelt und sagt, hey, hast du Bock vorbeizukommen? Nimm es einfach an, ja? Und wenn du bist in Joggerhose, du musst dich ja nicht hübsch machen oder so, oder was heißt hübsch machen? Wir sind alle hübsch, ne? Aber du musst dich jetzt nicht irgendwie wie bei einem Businessgespräch auftakeln, ey, das sind deine Freunde, ja? Tausch dich mal aus. So, es gibt jetzt zum Schluss noch zwei Orakelkarten. Einmal aus dem Deck hier, was ist da wichtig? Zeit der Selbstreflexion. Durch die innere Reinigungsarbeit schaffst du Raum für realistische Vorstellungen und kannst somit dein Potenzial voll ausschöpfen, ohne bestimmten Idealvorstellungen nachzujagen. Ja, Selbstreflexion, hinterfrage dich, hinterfrage deine Intention, hinterfrage aber auch natürlich andere Menschen, gar keine Frage. Und was kriegen wir hier noch aus dem Orakeldeck für die neue Woche? Als Zusatzbotschaft, liebes Universum. Was kriegen wir hier noch? Drei auf einen Streich, ne? Sollen wir die nehmen? Na gut.
Nimm dir Zeit für dich selbst und finde Wege, um mehr Selbstliebe und Selbstpflege in dein Leben zu bringen. Vertraue darauf, dass die Liebe dich zum Richtigen führt und deine wahre Bestimmung zu finden hilft. Entdecke, welche Dinge und Erfahrungen dir Freude bereiten und integriere diese in deinen Alltag. Ich würde sagen, ich habe fertig, eine sehr schöne Woche, wie ich finde. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr euch hier irgendwie wiederfindet, dass eure Woche, auch wenn ihr euch nicht hier wiedergefunden wird, dennoch so schön, klärend, entspannend wird, dass ihr ja neue Perspektiven entdeckt, neue Dinge in euch entdeckt, die euch letztendlich auch weiterbringen, eure Fähigkeiten verfeinern könnt, dass ihr erfolgreich seid, dass ihr eine ja doch entspannte, aber ja, schnelle Arbeitszeit habt, sagen wir es mal so. Ja, zumindest allen, die arbeiten müssen, allen, die nicht arbeiten müssen, wünsche ich natürlich eine schöne freie Zeit, schönen Urlaub, wie auch immer. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr krank seid. Und falls ihr krank seid, gute Besserung an dieser Stelle. Ja, schön viel trinken. Denkt dran, wichtig, schlafen, ausruhen, Netflix und chill oder Prime oder Disney, wie auch immer. Ja, lasst es euch gut gehen. Lasst euch auch vielleicht verwöhnen von euren Liebsten. Ja. Und damit mache ich den Ofen jetzt hier zu. Sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren. Lasst mir auch gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann sehen wir uns auch schnell wieder, ihr lieben Liebenden. Für alle, die neu da sind, ne, ich lege auch von Montag bis Freitag nochmal Tagesenergien einzeln. Die können damit resonieren, müssen aber nicht damit resonieren. Nur als kleine Info, und da gucke ich auch nachher zu späterer Stunde noch rein in den Montag. Bis später vielleicht. Lasst es euch gut gehen.